Der neue Kia Optima will auch zum Optimum werden. Gerade erst haben ihn die Koreaner auf der IAA gezeigt und jetzt dürfen wir ihn schon fahren. Was sofort auffällt, er ist gewachsen. Vor allem bei der Beinfreiheit haben sich die Koreaner Mühe gegeben. Im Fond lassen sich problemlos lange Beine ausstrecken und hinten passt auch noch mehr rein. Ein weiterer Pluspunkt ist der Komfort. Weich gepolsterte Sitze und die deutlich ruhigere Fahrweise. Obwohl der Diesel hier nahezu unverändert vom Vorgänger übernommen wurde, läuft der einfach deutlich ruhiger. Wie geht das? Ganz einfach mit einer besseren Dämmung. Der neuen Ruhe fühlt sich hier auch das Fahrwerk verpflichtet. Man kann zwischen sportlicher Härte wählen, die passt aber nicht wirklich zum großen Kia, und einer wirklich schmuseweichen Dämpfereinstellung. Der Optima überfährt dann Wellen und Buckel ganz gemütlich. Nur so Querfugen, Gullideckel und vielleicht auch Kopfsteinpflaster, die machen dem Optima immer noch ein bisschen zu schaffen. Wer im Optima Platz nimmt, kann sich aber auch darauf einstellen. Verschiedene Fahrmodi sind ebenso an Bord wie eine serienmäßige Rückfahrkamera, Klimaanlage, Tempomat und Kartennavigation. Hochwertige Materialien im Innenraum schmeicheln den Händen und erfreuen die Augen. Wer mit letzteren mal aus Versehen die Straße verlässt, hat jetzt neue Sicherheitsassistenten dabei. Ein autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und eine serienmäßige Gegenlenkunterstützung. Optisch hat sich das Design im Vergleich zum alten Modell nur leicht verändert. Kein Wunder, der Vorgänger hatte schon den europäischen Geschmack getroffen. Anders sind lediglich der vordere Stoßfänger mit seinen horizontalen Lufteinlässen sowie ein umgestalteter Grill. Die Rückleuchten sind neu geformt und erstrahlen jetzt im neuen LED-Glanz. Einziger Nachteil: trotz der Erhöhung der PS-Zahl auf 141 Pferdestärken braucht der neue Optima immer noch 10 Sekunden von 0 auf 100, zumindest in unserer Dieselversion. Dafür bleibt der Preis in der Basisvariante Edition 7 aber auch unverändert bei 24.990 Euro. Was den Motor betrifft, können die Kunden zwischen unserem 1,7 Liter Diesel wählen und einem 2 Liter Benziner. Also der neue Kia Optima ist kein Wunderauto, aber das ist ein ordentlicher Typ, der einfach nicht rumwerft. Wer einfach bequem von A nach B kommen will und vor allen Dingen dabei auch nicht so viel Geld ausgeben will, der sitzt hier im koreanischen Passat-Konkurrenten goldrichtig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist also weiterhin die Stärke von Kia. Wer also für wenig Geld viel Auto sucht, der kann ab Januar 2016 zugreifen.